Ens Käufens und Ens Einkaufskorb. Also immer, also das ist total Ens. Es ist Reportens, einer meiner Lieblingskanäle, wie man weiß, kommt hier öfter mal auf dem Kanal vor. Bei Reporter gibt es immer die richtig wichtigen und richtig guten Reportagen. Und zwar hier, das ist sogar diesmal in den Trends, Platz 47 auf Trends. Geschlechtsneutrale Erziehung tut das Kindern gut. So wie ich Funk kenne, wissen wir eigentlich das Ergebnis schon, auch wenn eine Frage im Titel steht. Wahrscheinlich ja, laut Funk. Ja, also du kannst, glaube ich, bei Funk nicht sagen, ist genderneutrale Erziehung oder Kinder über Pronomen befragen, ist es eine tolle Sache und der Reporter sagt am Ende, nee, finde ich scheiße. Das würden sie, glaube ich, nicht senden, das geht nicht. Wenn so, also ich habe das noch nie bei Funk mitbekommen, dass die sowas machen würden. Bei Funk ist eigentlich, ne, da ist das Ergebnis bei den meisten Fragen schon relativ klar. Das ist selten ergebnisoffen und wir treffen mal Leute und gucken, wie wir das einzuordnen haben. Manchmal gibt es das zum Teil, sehr, sehr oft ist allerdings im Titel steht, tut das Kindern gut und eigentlich ist die Frage, wie gut tut das den Kindern von ein bisschen gut bis sehr gut. Also das weiß man ja eigentlich schon vorher. Und ich weiß nicht mal, ob das, also es wird natürlich immer so vorgeworfen, wie das ist Propaganda und die machen das mit Absicht, aber ich glaube tatsächlich, dass, also das ist ja hier mit diesem Tim, ich glaube tatsächlich, dass das ein Thema ist, was ihn beschäftigt. Also dass sich auch viele Leute bewerben, in deren Lebensrealität sowas ständig vorkommt. Und die nicht so wirklich verwurzelt sind in der Gesellschaftsschicht, die nicht bei Funk sitzt. Deswegen, ich habe mich zum Beispiel manchmal gefragt, warum gibt es von Y-Kollektiv eine einzige Doku über Hochbegabte und von ganz Funk sonst überhaupt nicht, wenn der IQ, den sie da vorausgesetzt haben, oder den, der allgemein vorausgesetzt wird, war ja 130, warum gibt es da so wenig Dokus drüber, wenn das 2% der Bevölkerung ist? Die sind ja damals extra in die Schweiz gefahren, haben das so dargestellt, als wäre das übelst selten. Dabei ist es eigentlich jeder 50. Und einige von denen haben Probleme damit. Oder es gibt auch eine ganze Menge Leute, die von Armut betroffen sind. Aber ich glaube, in der Funkredaktion sind die wenigsten Leute arm, ne? So eigentlich keiner. Die sind ja da bei Funk und die geben ja ganz gut, ne? Hochbegabt, gut. Ich will da jetzt keine Mutmaßung über den IQ von Funkreportern anstellen, aber wahrscheinlich sind alle sehr, sehr schlau. Also jedenfalls, aber ja, solche Themen, ne, das, da können die sich irgendwie mit anfreunden und reinversetzen. Das, ich finde das auch erstaunlich, wie bei allen anderen gesellschaftlichen Neuentwicklungen so von der Industrie immer direkt so ein Block kommt und da überhaupt nicht. Das, ich finde das ein bisschen verdächtig, ne? Vielleicht ist es dann doch gar nicht so revolutionär oder doch relativ willkommen in dem aktuellen System, wo wir sind. Das heißt zwar immer, ja, das ist übelst, vielleicht kriegen wir es jetzt noch mitgeteilt, so, das ist übelst benachteiligt alles. Und warum ist der Counter vom Recording auf 1, auf einer Sekunde? Ach, fuck it, ich mache einfach, sonst lade ich VOD runter. Los geht's. Hau rein. Nova ist fast 4 und wächst Nova nicht als Mädchen 4. oder Junge auf. Ist ja für uns auch so ein bisschen geschlechtsoffen begleiten. Dass wir so alle Pronomen, alle Geschlechter anbieten. Alle Pronomen, alle Geschlechter anbieten. Junge, Kinder geben keinen Fick auf Pronomen. Danke, Zitanitas, für deinen Prime-Sub. Ey, du musst doch... Ey, die lernen gerade sprechen. 4, Junge, fast 4. Da fangen Leute gerade erst an zu reden. Junge. Danke übrigens an @KeenPirator für mein Geschenk-Abo. Grünes Herz. Danke sehr an Genossin Unfug für Resub. Von Keen anscheinend. Danke sehr. Hey, Kinder mit 3, 4, die fangen gerade an zu reden und dann willst du denen irgendwas über Pronomen und so erzählen? Das juckt die doch gar nicht. Alter, du kannst doch einem Kind auch einfach sagen, hey Bro, ich nenne dich er und wenn dich das von dir aus stört, dann kann ich es andersrum machen. Oder sie, oder wie auch immer. Und wenn du ein anderes Spielzeug haben willst, dann nimm dir das. Spiel halt damit. Aber ey, Kinder machen sich gar nicht so Gedanken darum. Das ist wieder mal so ein Ding, so Eltern machen sich Gedanken darum. So wie, dass das Kind jetzt irgendwie in einen Musikverein geht oder irgendwie sonst was macht. Das ist ja auch oft, weil die Eltern denken, hätte ich das mal als Kind gemacht, ich schicke meinen Sohn dahin. Ja, aber das ist ja selten, dass die Kinder von sich aus sagen, oh, ich habe da übelst Bock drauf. Sondern dass Eltern halt, ne, ihren Kindern so ein bisschen halt irgendwo mit reinnehmen und sagen, hier, für mich ist das wichtig, dann gebe ich dir das jetzt auch.
Hast du auch eine Lieblingsfarbe, Nova? Rosa und Pink. Das hat. Aber ich finde es gut, dass sie das Kind zensiert haben. Das muss man nicht machen, Kinder zeigen im Internet, ne? Danke sehr. Imp ist der Beste. Danke, Terminator, für Resub. Ich finde es gut, dass sie das Kind verpixelt haben, weil Kinder wissen ja nicht, ob sie in dieser Doku mit dabei sein wollen. Die wissen wahrscheinlich auch nicht, welches Pronomen sie haben wollen, weil es denen fucking egal ist, wahrscheinlich mit fast 4. Ne? Und gut, aber die wollen vielleicht nicht irgendwie in 10 Jahren sehen, dass sie als Kind in so einer Funkreportage waren. Heißt, das biologische Geschlecht spielt für Novas Aufwachsen eigentlich gar keine Rolle. Und sogar den eigenen Namen hat sich Nova selbst ausgesucht. Projektieren weniger. Du hast dir mit 3 Namen ausgesucht, als ob. Ein Bild an Uhr ist mein Sohn, meine Tochter, mein nicht-binäres Kind, sondern wir sehen vielmehr den Menschen. Genderneutrale. Ja, weil das andere keine Menschen sind, oder was? Ich sehe das nicht als meinen Sohn, ich sehe das als Mensch. Ja, ein Sohn ist ein Mensch. Erziehung, so nennt man das Konzept auch, ist extrem umstritten. KritikerInnen sagen, dass das die Kinder verwirren würde. Was muss dieses Kind? Aber wir bei Funk sagen, ist übelst cool. Kannst aber du entscheiden? Ja. Was möchtest du anziehen? Wie möchtest du heißen? Ja, wann kann ein Kind einfach mal wieder ein fucking Kind sein? Es geht einfach in den Garten und spielt mit dem Stock oder sowas. Kinder haben Spaß mit jedem Scheiß. Geht mal raus, ihr seht Kinder, die rennen einfach, die rennen um einen Laternenpfahl und halten sich mit einer Hand fest und drehen sich dann da 20 Mal im Kreis und finden es geil. So, die haben Spaß an jedem Blödsinn. Und die wollen sich um sowas keine Gedanken machen. Die wollen einfach fucking Kind sein. Die wollen nicht irgendwie Kindergarten-Einstiegstest machen und irgendwie alles Mögliche machen müssen und sich über Gender Gedanken machen und über sonst was alles. Die wollen einfach ein bisschen spielen. Lass die halt. Wenn die von sich aus zu dir kommen und sagen, Papa, ich fühle mich eigentlich eher als Mädchen, dann sagst du ja gut, dann gehen wir dir ein Kleid kaufen, von mir aus. Aber, ey, weiß ich nicht, ist das. Man sollte, glaube ich, einfach so ein bisschen open-minded sein. Und wenn dein Kind dir irgendwann sagt, hey, Papa, ich fühle mich so und so, dann, ne, unterstütze das Kind damit. Aber, ey, das weißt du doch mit 3 noch nicht. Ey, 3 als ob. Ja. Wer möchtest du sein? Nur was Eltern aber nehmen die Sache extrem ernst und ziehen absolut ihr Ding durch. Geilo. Hallo, guten Morgen. Weil Novas Eltern die Identität ihrer Kinder schützen möchten, verpixeln wir hier die Gesichter. Danke, dass wir mit euch frühstücken dürfen. Hoffentlich macht ihr das diesmal konsequent. Ist ja auch nicht immer so gewesen. Ihr habt ja regelmäßig auch Leute aus Pixelflächen rauslaufen lassen, ne? Oder dass die so ein paar Frames dann einfach geht die Pixelfläche zu früh oder zu spät weg oder so. Habt ihr ja öfter schon mal gehabt. Ich hatte am Anfang vom Film schon erzählt, dass Nova sich den Namen ja selber ausgesucht hat. Ich glaube, das ist so eine Frage, die haben wahrscheinlich alle am Anfang. Könnt ihr mir das ein bisschen besser erklären, wie ging das ab? Ja. Konnte gerade lernen, erstes Wort war Nova, haben sie gesagt, so heißt die jetzt. Wir hatten Nova einen geschlechtsneutralen ersten Namen. Boah, Alter, du hast einen Unterstrich im Vornamen. Und im zweiten schlecht Und dann aber halt eigentlich so 3 Varianten irgendwie so Nova, Noah, Nova. Einfach immer abgewechselt. Und am Anfang hat Nova dann Nono gesagt, weil es halt einfach anders nicht ging. Dann haben wir es auch teilweise. Wie buchstabiert man das? Finn, ja. Glottisschlag im Namen. Musste, ne, so. Aber genau, dann haben wir nochmal gedacht, okay, aber vielleicht ist es nicht genau das, weil Nova ist jetzt. Das Instagram-Account-Name. Ich möchte bitte so angesprochen werden. Sprachlich nicht ging. Finn, ja und. Mein Name ist jetzt übrigens Finn, nein. Jule haben Nova also verschiedene Varianten von Novas Passnamen zur Auswahl angeboten. Und dann hat Nova selbst entschieden. Wollen wir noch was mit Pronomen vorstellen? Ja, echt? Alter, habt ihr schon mal einen 3-Jährigen nach seinen Pronomen gefragt? Oh, Junge. Das Kind denkt, Alter, ich will einfach hier mein Brot essen. Lasst mich in Ruhe, wer ist dieser Typ? Kann der bitte mit seiner Kamera wieder weggehen? Können wir nicht einfach Abendbrot essen? Ich will danach ein bisschen spielen gehen. Genau, ich heiße Jule und ich benutze die Pronomen sie. Ich bin Finja und ich benutze keine Pronomen. Ich bin Tim und ich benutze das Pronomen er. Ich bin Imp, ich benutze Pronomen ens. Magst du mir ins Ohr flüstern, welches Pronomen du? Wir können mich aber auch anders nennen, ist mir auch egal. Lass euch sagen, was du häufig präferierst. Genau. Ja, Junge, Alter, da kommt natürlich keine Antwort, weil ein fucking 3-jähriges Kind. Das ist halt ähnlich wie mit Religion oder so. Lass die Kinder doch erstmal einfach ein bisschen aufwachsen. Und wenn sie dann irgendwann ein bisschen älter sind, dann sagen sie vielleicht, ey, ich hätte das lieber so und so. Aber ey, weiß ich nicht, das ist doch so ein Ding, das kommt vielleicht in der Pubertät oder so. Es gibt natürlich ein paar Fälle von Kindern, die schon vorher irgendwie, ne? Die vorher irgendwie sagen, ich fühle mich eigentlich eher als Mädchen oder Junge oder was weiß ich, das ist ja auch in Ordnung. Aber ey, du fragst ein Kind, welches Pronomen präferierst du? Und das Kind sagt so.
Marmeladenbrot, Auto, spielen. Hä? Also wir könnten widersprechen, aber häufig sagt Nova, dass Nova keine Pronomen benutzen möchte. Mhm. Ja, genau. Das ist jetzt Vorführeffekt vor der Kamera. Sonst sagt Nova mir regelmäßig von alleine, ich will keine Pronomen benutzen, aber jetzt vor der Kamera. Aber ich schwöre sonst immer. Das ist seine Idee, Enns Idee gewesen. Sie darf uns auch so ein bisschen geschlechtsoffen begleiten, dass wir so alle Pronomen, alle Geschlechter anbieten. Wir sprechen ja sozusagen auch nicht über das... Ich glaube, du hast das hintere Geschlecht offen. ...biologische Geschlecht von Nova, ne? Das spielt im Prinzip keine Rolle. Also man kann biologisch messen, welche Organe, welche Chromosomen, welche Hormone ein Mensch hat, aber Geschlecht ist ein soziales Konstrukt. Oh ja. Ey, das ist wieder mal dieser Übersetzungsfehler, ne? Dass die im Englischen halt zwischen Sex und Gender unterscheiden und im Deutschen übersetzt du beides mit Geschlecht. Und dann kommen alle durcheinander. Und dann sagt man, huch, man kann ja nicht einfach jede Ideologie aus Amerika 1:1 kopieren und dann funktioniert es einfach. Huch, das ist ja eine andere Sprache. Oh, man redet die ganze Zeit über Pronomen, aber nicht über Artikel. Warum wohl? Weil es im Englischen nur einen Artikel gibt und es kommt halt aus Amerika. Haben wir jetzt nicht drüber nachgedacht. Einfach mal nehmen, ne? Im Englischen gibt es 2 Wörter dafür, bei uns nur 1, aber das wird bestimmt jeder verstehen. Das lässt sich nicht abmessen, sondern das lässt sich nur zuordnen und einsortieren. Okay. Ja, okay. Und dann sagen alle Leute, es gibt 2 Geschlechter und ihr sagt, nein, es gibt aber, die Soziale gibt es 100.000 und dann sagen Leute, ja, Sex gibt es halt 2, 3 und je nachdem, ob man das dritte mitzählt oder nicht. Und bei Gender gibt es dann aber ganz viele, wenn du es den Leuten so erklärst, dann sagen sie auch, aber das beschäftigt sich halt nicht jeder rund um die Uhr damit, ne? Das wissen die meisten Leute ja nicht mal. Vielleicht braucht man da mehr Wörter oder so, oder weiß ich nicht. Man lässt das Kind einfach ein bisschen spielen und machen, was es will. Und es kann sich auch verändern. Mhm. Genau, also es kann auch sein, dass das ganz klar jetzt gerade ist, kein Geschlecht oder nicht binär und später ganz anders. Man muss das erstmal verstehen sozusagen, wenn man von der, weiß ich, von 1990er Kita kommt sozusagen und man weiß, es gibt eine Jungsgruppe und eine Mädchengruppe, so, das ist, ihr habt dann einen ganz anderen Blick drauf. Wann gibt es denn eine Jungsgruppe und eine Mädchengruppe? Ich kann mich nicht erinnern, dass das in meiner Kindheit so war. Wir haben nur in der 5., 6. Klasse haben wir Sexualkunde gehabt, da hat man nach Geschlecht geteilt. Da hatten wir den ekelhaften alten Rentner da sitzen. Na gut, noch nicht ganz, ne? Wir waren letzte Klasse vor der Rente und da war halt so ein widerlicher alter Typ, der uns was erzählt hat. Und die Mädchen sind zu irgendwem anders gekommen, zu irgendeiner Lehrerin. War dann irgendwie, weil, Jungs, heute reden wir über Pimmel, ich hab auch einen, ist ja dann gar nicht peinlich. Und die Mädchen sitzen irgendwie bei irgendeiner Frau und die sagt, so Mädels, ne? Folgendermaßen sieht's aus mit dem Sex. Und ich wusste das alles schon, aber gut. Ne? Sonst kann ich mich nicht erinnern. Im Kindergarten gab es auch eigentlich immer gemischte Gruppen für alles. Man hat in der Pause im Schulhof hat man Jungs gegen Mädchen gespielt oder so, aber das kam ja nicht von oben. Das war irgendwie eine Idee von den Kindern. Aber meine Güte, Alter. Safer Space. Das ist nicht nur ein normaler Safe Space, das ist ein besonderer Safe Space. Der ist noch safer als die anderen Spaces. Ist noch nicht ganz ein safest Space, aber auf einem guten Weg dahin. So, was steht da? Folgende Punkte sollen hier nicht diskutiert werden. Und darauf aufbauend wollen wir gemeinsam weiter lernen. Rassismus. Soll nicht diskutiert werden. Anerkennung, dass eins rassistisch ist. Und die Gesellschaft... Oh, Junge, du redest deinem 3-Jährigen, erzählst du, dass er rassistisch ist? Oh! Und dann sagst du 1 und statt eine kleine 1 hinzumachen, wie Moneyboy das macht, schreibst du 1 auch noch. Kannst du auch das I wegnehmen. Weiß, christlich, sozialisiert, Alter, ich bin nicht mal getauft. Bin auch nicht christlich. Oh, Junge. Und wenn man dann weiß schreibt, dann weiß man auch nicht. Zählen Slaven jetzt als Weiße? Zählt es nicht? Von der Haut her sehen die ziemlich weiß aus. Die kriegen aber schon auch Rassismus ab. Ne? Da gibt es schon auch Leute, die sagen, oh, guck mal, der Jugo. Der will uns bestimmt über den Tisch ziehen oder sowas. Ne? Haha, der Pole klaut. Kenne ich noch aus der Schule. Ne? Polnischer Mitschüler, immer wenn was fehlt, wird gesagt, hahaha, der hat das geklaut. Ist ja auch eine Form von Rassismus. Aber der sah sonst eigentlich genauso aus wie wir. Gut, bisschen dicker, aber das lag nicht am Polen sein. Aber, ey, was ist das wieder? Was ist das? Rassismus ist doch... Die Hautfarbe von Menschen ist doch wohl noch mehr ein Spektrum als das Geschlecht. Die haben sich darauf geeinigt, dass bei Geschlecht gibt es Hunderttausende und das ist ein Spektrum von bis, aber Rassismus schwarz-weiß. Nein, wie geht das? Was ist, wenn ein Schwarzer und ein Weißer ein Kind kriegen?
Das Kind halb-halb. Wenn der dann wieder mit irgendwie im Kind kriegt. Das geht hin und her. Das kannst du gar nicht so genau definieren und dann eine Linie ziehen. Und sie, also bei manchen ist es relativ eindeutig, aber ne, es gibt genug Leute, wo sich das irgendwie durcheinander mischt. Und das ist ja auch voll in Ordnung. Aber du kannst doch nicht mit deinem Dreijährigen sagen, wir diskutieren hier nicht über Rassismus. Du bist ein kleiner Rassist und wenn du darüber diskutieren willst, dass du es nicht bist, dann bist du nicht mehr mein Kind. Ich wollte gerade Sohn sagen, aber dann ja, verpiss dich halt. Weißchristlich sozialisiert wird von der Dominanz. Was? Was ist das da? Von der Dominanzgesellschaft. Ah, das ist hier, da fehlt der Bindestrich. Weißchristlich sozialisiert wird von der Dominanzgesellschaft. Das ist hier eins. Oh Junge. Geschlecht. Noah wird nicht geschlechtlich eingelesen. Aber hieß doch eben noch Nova. Oder habe ich mich da verhört? Wenn das zu schwer ist, als Mädchen einlesen. Also am liebsten gar nicht, aber wenn es nicht anders geht, wenn man zum Beispiel zum Arzt muss, dann zum Gynäkologen und nicht zum Urologen. Oder wie? Also, Junge, das Kind ist 3. Das Kind ist 3. Und ihr erzählt denen irgendwas über Rassismus. Ihr könnt denen doch einfach nur sagen, Alter, wenn ein Schwarzer mit in einer Kindergartengruppe ist, dann nett zu dem oder so. Es kann natürlich sein, dass irgendwie, dass die einen Ausflug machen und dann sagen die, oh, der eine Junge da von uns, der wurde so angepöbelt, warum denn? Ne? Und dann sagen, da haben irgendwie Leute, da haben das N-Wort gerufen oder so. Das kommt ja vor, es werden doch Kinder rassistisch angegangen manchmal. Dann kannst du denen das vielleicht so langsam mal erklären. Aber vorher muss das? Musst du einem Dreijährigen erklären, dass die Gesellschaft rassistisch ist und er ein Teil der Täter ist und sowas? Also, Geschlecht entwickelt sich für Finja und Jule nicht allein aus den biologischen. Der Rest ist einmal, okay, jetzt wird das vorgelesen, das Fett, Transfeindlichkeit, Geschlecht ist rein konstruiert, absolut, ja, komplett, es gibt keine weibliche, männliche Körperform, Chromosomen, nein, natürlich nicht, gibt's überhaupt nicht, okay. Und alle Ärzte der Welt haben keine Ahnung, okay. Biologischen Anlagen, sondern zum Beispiel auch aus Erfahrungen im Leben. Darum steht für die beiden bei Nova. Okay. War das Geschlecht nicht fest. Das ist aber schon Digital Blackfacing, wenn man sich Gesichter von Schwarzen ausdruckt und an die Wand hängt. Ne? Das finde ich nicht okay. Nova soll das erstmal selbst herausfinden. Und vor allem das Problem, was wir auch in der Gesellschaft Alter, was ist das? Sehen, so, dass mit Geschlecht sehr starke Stereotypen verbunden sind. Ja, und mit euch nicht, oder was? Das Kind kriegt bestimmt keine Stereotypen ab, wenn man sagt, hallo, mein Vatens hat einen Unterstrich im Vornamen und sagt, ich habe kein Geschlecht, da wirst du bestimmt nicht stereotypisiert. Und das heißt, dass wenn wir quasi sagen würden, wir ordnen Nova oder sortieren Nova ein? Jetzt doch wieder Nova. Auf dem Zettel wird das V nicht mitgeschrieben, nur gesprochen oder was? Es gibt trotzdem voll die krassen Stereotypen, die nicht wir hier praktizieren müssen, aber wenn Nova auf die Straße geht. Kann Nova vielleicht auch noch ein Sonderzeichen in den Namen kriegen, vielleicht ein Ausrufezeichen oder so? Das wäre doch eigentlich auch ganz cool. In den Kindergarten geht, dann ist sofort die Verknüpfung da. Finja und Julia. No, Ausrufezeichen war, Unterstrich. Da machen sich viele Gedanken, wie sie Nova spielerisch verschiedene Perspektiven beibringen können. Auch zum Beispiel über Bücher, in denen ganz natürlich Transkinder oder Menschen mit Migrationserfahrungen vorkommen. Ist ja auch in Ordnung. Teilweise übersetzen sie die Bücher extra oder schreiben sie um. Wir supporten halt hier dieses. Ist ja in Ordnung, dem Kind ein Buch vorzulesen, wo ganz natürlich auch irgendwie Transpersonen vorkommen oder wo irgendwie spielerisch Rassismus thematisiert wird. Das kannst du ja machen, aber ey. Nova in die Pubertät kommt, wird es übrigens zu Supernova. Geschlechtsoffene und nicht diese Stereotypen und das Patriarchale. Mhm. Also sonst hängt das sehr stark im Patriarchat auch zusammen, dass Menschen in zwei Geschlechter reingepresst werden. Mhm. Und dem stellen wir jetzt aktiv dagegen. Also es ist schon auch eine Form von, soll ich es Aktivismus nennen? Ist das richtig? Ja, Aktivismus mit einem dreijährigen Alter. Das ist wie Kinder mit auf eine Demo nehmen und denen ein Schild geben. Und sagen, guck mal, der Kleine hier ist auch für mehr Waffen. Gewahrt? Ja, ist schon eine Art von. Wir machen es ja auch so, dass wir dann anderen Leuten schenken, diese Bücher und auch Listen dazu machen. Und mein Plan ist auch irgendwann ein Bilderbuchkino zu machen mit diversen. Ist halt echt so ein bisschen wie Zeugen Jehovas oder sowas, ne? Die Eltern haben so irgendwie so eine seltsame Vorstellung und sagen dann einfach, hier, mein Kind macht das von sich aus. Auf jeden Fall ist ihm das super wichtig. Ne? Ich habe eine gute Nachtgeschichte vorgelesen und dann hat das Kind mich über Pronomen ausgefragt. Ein Dreijähriges, ne? Von sich aus. Mhm.
also in kritischen Kinderbüchern. Also das ist schon ein Hobby von uns. Manche meinen, wir würden jetzt zu früh mit Geschlecht anfangen, aber in der Babygruppe wurde schon gesagt, oh, ein Mädchen, oh, ein Junge, sie werden heiraten. Oder die flirten miteinander. Und was da alles drin steckt, ist ja schon so viel. Da ist ja eine Cis-Perspektive, eine Hetero-Perspektive, eine Heiratsperspektive. Eine Alo-Perspektive. Kommt die noch? Alo-normativ ist das auch. Damit werden die schon... Ja, hast du jetzt nicht gesagt? Was? Da war Nova 4 Monate alt konfrontiert. Mhm. Weil den Kindern wird auch was weggenommen. So. Also sie kriegen halt nicht die ganze Palette. Ey, wenn halt ein Kindergartenerzieher irgendwie sagt, oh, diese beiden Kinder heiraten bestimmt später. Natürlich ist das komisch. Aber das werden die, da werden sie sich never dran erinnern. Wisst ihr noch, als ihr mit 4 Monaten in der Krabbelgruppe wart und die Erzieher gesagt haben, wer miteinander heiratet? Nein, wisst ihr nicht mehr. Ach so. Warum wohl? Ja. Und dann muss man sich nicht wundern, wenn es immer nur blau anzieht, wenn es immer nur blau angezogen bekommen hat oder nur blau aus dem Kleiderschrank hat, dann wird er nicht sagen, eigentlich müsste ich ein rosa Glitzerkleid anziehen, wenn es gar nicht in der Reichweite, in der Wahrnehmung ist. Weil Eltern sortieren ja vor in der Hinsicht. Stichwort Klamotten. Nova möchte mit uns jetzt gerne spazieren gehen und sucht sich die Kleidung dafür selbst aus. Das ist manchmal halt etwas wild gemischt. Ich weiß nicht, ob wir die alle übereinander kriegen. Ich glaube schon. Ja? Ich glaube auch schon. Was ist denn da für einen coolen Pullover? Ah, jetzt verstehe ich. Den würde ich auch sehen wollen. Ja, so kannst du auf jeden Fall nicht mehr... Also siehst du auch aus, Tim, dass wir zu denen auch nehmen wollen. Ja, wow. Dieser Pullover mit dem Einhorn. Support. Danke für den Support. Ich bin noch traumatisiert, weil meine Kindergärtnerin mir einen Bagger in den Sandkasten gab und keine Blumenschaufel. Kenne ich. Wenn man jetzt so ganz stereotyp auf genderneutral... Ach, ich habe eben den Namen nicht vorgelesen. Danke, sehr sreft. ...oder so gucken würde man... Ach, das ist in Ordnung, weil es ist ja schon das, was man jetzt vielleicht total mit irgendwie Mädchen assoziieren würde. Aber ihr sagt, hey, voll okay, solange wir bieten alles an. Wow, ihr lasst das Mädchen sogar auch Mädchen sein, wenn es will. Ne? Aber trotzdem kriegst du hier nur Bücher vorgelesen, wo irgendwie noch... Oh, Junge, ja, ey. Also vor allem Glitzer ist auch einfach verständlich. Ich glaube, es gibt mittlerweile auch ganz viel für Jungs. So, ja, ne? Es gibt übrigens Studien mit Affen, wo denen Spielzeug hingelegt wird. Schimpansen. Ne? Man legt denen Spielzeug hin, so kleines Auto oder so maschinenartige Dinger oder so Puppen. Ne? So diese typischen Mädchen- und Jungs-Spielsachen. Ohne dass denen das von einem Kindergartenerzieher oder irgendwem beigebracht wird. Affen, ja? Es sind fucking Affen. Und da gibt's Tendenzen, dass die männlichen Affen sich lieber so ein Auto genommen haben und die weiblichen Affen lieber eine Puppe. Und das ist nicht 100%. Das darf man nicht vergessen. Ne? Also, Statistiken funktionieren nicht so, dass du sagst, 100% hier, 100% da. Ne? Aber vielleicht so 80-20, 70-30 oder so. Eine Tendenz ist schon erkennbar. Ich weiß nicht, ob man die... Mal gucken, ob man die Studie hier rausfinden kann. Findet man bestimmt. Ist es das hier? Scheiße, hätte ich das früher gewusst, hätte ich es raussuchen können. Aber es gab da... Ich hatte da welche gesehen. Vielleicht kann man hier... bei Bilder kann man vielleicht diese... Einfach weitermachen. Einfach weitermachen. Ja, nee, warte, ich will. Vielleicht finde ich das ja. Was ist das hier? Human-like behavior in primates? Life science? Our ape ancestors? Vielleicht. Das sieht hier so aus, als wäre das. Hier. Ich weiß nicht. Hier ist es zumindest mit in einem Artikel drin. Die Vervet Monkeys. Ne, dass die sich da was ausgesucht haben. Da gab es wohl eine Studie, aber die ist hier anscheinend nicht verlinkt. Hier, Rhesus Monkeys. Ich weiß nicht, ob man irgendwo die Zahlen findet, aber vielleicht kann man das hier irgendwie einfach rauskopieren und dann hier reinmachen. Bernd Bob Brotkopf hat es mir geschickt. Kannst du es mir nochmal bei Discord schicken vielleicht? Oder ist das das hier? Ah, hier ist es, glaube ich. Das ist das, glaube ich. Hier. Sex Differences in Rhesus Monkey Toy Preferences. Parallel to those of children. Hier, da hat man Playtime. Also man hat geguckt, wie lange die damit spielen. Und wie viel sie damit interagiert sind. Also man hat denen da Spielzeuge hingelegt. Man hat die Affen da reingelassen. Und dann hat man halt Spielzeuge genommen, ne? So wie so Autos und Puppen, die halt eher so männlich oder weiblich zugeordnet werden. Und man sieht hier, bei den Männern gibt es anscheinend eine deutlichere Tendenz.
Ne, dass die sich eher die maskulinen Spielzeuge nehmen und die femininen sich mal kurz vielleicht angucken und dann wegtun. Und bei den weiblichen ist es nicht so ganz so eindeutig gewesen, aber man sieht ja schon eine Tendenz. Und willst du jetzt sagen, dass das Äffchen in den Kindergarten gegangen ist oder was? Hat das irgendwie vom Nachbarn oder vom Erzieher irgendwie eine Rolle zugeschrieben bekommen? Also das ist ein fucking Äffchen, Alter. Gut, hier gibt's noch ganz viel Text. Wer es lesen will, ich kann euch das mal hier verlinken. Aber hey, vielleicht gibt's da ja schon irgendwie... Ne? Und man sieht auch hier, das ist ja, was heutzutage viele Leute bei so Studien missverstehen. Die gucken dann auf diesen Balken und sagen, aha, not all. Ne? Es ist nicht so, dass alle Männchen das nehmen und alle Weibchen das. Es gibt da Abweichungen, aber es gibt Tendenzen. Ne? Ich glaube, die Affen müssen einfach im Zoo genderneutraler erzogen werden. Dann würden die das auch verstehen. Und die Chromosomen sagen gar nichts darüber aus, womit die spielen wollen. Okay, gut, aber also, weiß nicht. Das konnte mir jetzt noch keiner erklären, wieso das bei den Affen so ist. Vielleicht ist die Studie absichtlich so gemacht und wurde extra irgendwie ein Affe so gezüchtet, dass der so und so sich verhält, keine Ahnung. Aber vielleicht stimmt die Studie auch nicht, aber also ich habe neulich mal was gesehen von den Space Frogs, da haben die gesagt, Studien können auch missinterpretiert werden und können auch scheiße sein. Und Karl hat das geguckt und Kuchen und Karl meinte irgendwie, Alter, das übelst beschissen, wie kann dieser Typ das sagen? Und dann hat er irgendwie das 10-mal wiederholt. Der eine von den Space Frogs hat gesagt, Studien sind nicht immer toll. Irgendwie so, ach, keine Ahnung, aber ich würde die Studie gerne erklärt bekommen. Ja, voll. Also, genau, wir haben auch viele so Jungs-Sachen, die halt, oder viele blaue Sachen, die mit Jungs assoziiert werden. Hast du auch eine Lieblingsfarbe, Nova? Ja, rosa und pink. Rosa und pink. Oh, oh. Was? Ey, das ist, ich glaub's nicht, rosa und pink. Ich bin da gar nicht so drin gewesen damals, ne? Erst habe ich immer gesagt, meine Lieblingsfarbe ist bunt. Es ist natürlich irgendwie geschummelt, aber Kinder wissen sowas ja nicht. Aber relativ schnell hat sich dann grün ergeben. Und es gibt ja sonst so, Jungs sind blau und Mädchen rosa. Ich war immer grün. Bin ich dann jetzt irgendein neues Gender oder mag ich einfach nur die Farbe? Hier, so ein Grün hier, übelst cool. Da habt ihr sie, die Lieblingsfarbe grün. Hier, stell mal scharf. So, hier, mach. Da, so, das ist ein gutes Grün. Das gefällt mir auch hier. Sowas. Oder so ein Grün hier, ist auch nett. Weder blau noch pink, aber das ist echt schon ein toxisch weibliches Kind, ne, mit seinem Rosa. Bäh! Was mir den ganzen Morgen schon auffällt, Finja und Jule sind sehr liebevoll und aufmerksam mit ihren Kindern. Ja, wie man das sein sollte mit seinen Kindern. Ich will wissen, was passiert eigentlich, wenn Nova nicht mit den Eltern, sondern mit anderen Kindern unterwegs ist, zum Beispiel in der Kita. Aber hast du da eine Lederjacke an, du Mörder? Frage ich jetzt alles, Novas Erzieherin. Alter. Und wenn ihr uns hier... Eben stand doch an der Wand, tote Tiere haben in der Wohnung nichts zu suchen, aber die Haut schon. Ich hoffe, das ist Kunstleder oder gebraucht oder so. Wenn es Secondhand ist, dann lasse ich nochmal durchgehen. Habe ich ja selber auch. Ne? Aber Secondhand, das geht. Dann bekommt ihr immer wieder Stories rund ums Thema Geschlechtsidentität. Ich bin in Novas Kita mit der Erzieherin Angela verabredet. Das ist keine speziell genderneutrale Kita. Die Mitarbeitenden waren aber sehr offen dafür, obwohl Nova das erste Kind ist, das hier so aufwächst. Ich möchte den Körper nicht kommentieren. Ist das überhaupt eine Rolle, Geschlecht in der Kita? Ist das überhaupt für die Kinder wichtig? Also eher über die Geschlechtsmerkmale, weil das natürlich mit zwischen 2 und 4 so... Weil die damit spielen die ganze Zeit, weil Kinder permanent an ihren Pimmeln rumfummeln. Identitätsentwicklung auch ist. Und die Kinder definieren sich von ihren Familien her über... Ich habe einen Penis, bin Junge, so wird es eben von Geburt an festgelegt. Ja. Ich habe eine Scheide und bin Mädchen. Die Kinder definiert. Boah, Alter, Scheide ist so ein ekelhaftes Wort, ne? Es klingt immer wie Ausscheidung, aber. Okay. Es gibt ja auch noch ganz viele andere Wörter dafür, aber Scheide ist immer so, das mochte ich schon als Kind nicht. Das fand ich immer schon kacke. Dachte immer, ey, das klingt irgendwie. Sich dadurch aber auch über eine Zugehörigkeit. Okay. Dass wenn wir haben Mittagessenstische mit 4 oder 6 Kindern am Tisch und dann ist es schon manchmal so, dass die Kinder sagen, wir haben einen Jungstisch. Was macht Nova dann in so einem Moment? Alter, Nova rastet dann richtig aus. Ne? Nova sitzt am Jungstisch und dann sagen die, hier ist Jungstisch und Nova sagt, ey, ich bin hier Rosa Parks des Kindergartens, ich stehe nicht auf. Ne, kannst vergessen. Ich sitze, wo ich will. Lauf das ab. Die Kinder haben das sofort angenommen, das waren keine... Diskussionen, keine Berührungsängste, Neugier und es wurde eben immer wieder auch thematisiert in der Gruppe.
Wie ist es denn dann? Aber es wurde niemals gefragt, hat Nova jetzt einen Penis oder eine Scheide? Das war nie Thema. Ja, aber Kinder drei sind... Es war eher so, dass ich das Gefühl hatte, die Kinder, die suchen so eine Zugehörigkeit. Mhm. Das ist wie, die Kinder packen Frühstück aus. Und ich habe heute Äpfel und du hast... Kinder packen, manche packen Frühstück aus, andere packen Penisse aus. Was man halt so macht als Kind. Auch Äpfel. Ach, du hast ja auch Äpfel. Und ich habe noch Weintrauben und... Ach, keiner hat Weintrauben. Und die Kinder... Ja, und irgendwann ziehen sie alle die Hose runter und sagen, ich habe einen Pimmel, ja auch. Ist jetzt unsere Gruppe. Wenn die Äpfel haben, sind irgendwie, fühlen die sich sofort verbunden. Aber so wenig die anderen Kita-Kinder sich Gedanken darüber machen, welches Geschlecht Nova nun hat, für die Mitarbeitenden spielt das schon eine Rolle. Mir ist wichtig, dass die Kinder ihre Körperteile benennen können. Ja. Weil ich es immens wichtig finde, wenn Übergriffe stattfinden oder wenn ich mich verletzt habe, irgendwo im Garten bei irgendwas, wo ich geklettert bin. Und nur positiv sieht die Kita das Erziehen. Die müssen ihre Geschlechtsteile benennen können, falls die da jemand angefasst hat? Oder habe ich das jetzt richtig verstanden? Jungskonzept auch nicht. So sehr sie auch Rücksicht auf... Ja gut, das ist vielleicht gar nicht mehr so verkehrt, ne? Nova nehmen möchten. Angela hat zum Beispiel beobachtet, dass Nova in der Kita manchmal mit Entscheidungen überfordert war. Was muss dieses Kind alles so entscheiden? Ja. Was möchtest du anziehen? Wie? Was ich schon gesagt habe, Alter. Kinder sollen einfach mal Kinder sein können. Die müssen gar nicht so viele Sachen entscheiden. Manche Sachen sind ein bisschen zu schwierig für die. Lass die doch einfach mal in Ruhe. Möchtest du heißen? Ja. Wer möchtest du sein? Was möchtest du essen? Mhm. Möchtest du in den Kindergarten oder nicht? Und ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass Kinder auch Erwachsenenführung brauchen und Anleitung brauchen und Orientierung. Möchtest du in den Kindergarten oder nicht? Wir bringen dich jetzt in den Kindergarten, wir müssen zur Arbeit. Na, ich möchte heute nicht. Gut, dann arbeiten wir heute mal nicht. Das Kind möchte nicht. Brauchen. Dass jemand sagt, komm, das ist gut für dich, ich habe das für dich entschieden. Mhm. Ich bin nicht so ganz sicher, ob ich es so neutral extrem gut finde. Mhm. Weil es ganz wegzulassen ist so das andere Extrem meiner Meinung nach. Also mir fehlen so ein bisschen die Zwischentöne doch tatsächlich. Irgendwie erspannt, dass diese Geschlechterfragen für die anderen Kinder in der Kita eigentlich gar keine Rolle spielen. Und Nova? Ja, weil das denen scheißegal ist, so wie Nova wahrscheinlich auch, wenn es das nicht die ganze Zeit eingetrichtert bekommt. Kindern ist sowas scheißegal. Alter. Das war auch alle Erfahrungen, die ich im Kindergarten gemacht habe, war so, damals haben Jungs und Mädchen auch noch zusammengespielt. Ich hatte da auch eine beste Freundin und das war gar kein Problem. Und dass dieses irgendwie... Jungs gegen Mädchen und Mädchen sind eklig oder Jungs oder so, das fängt ja erst in der Schule irgendwann an. Vorher war das irgendwie kein Problem für uns. Hatte eine beste Freundin im Kindergarten, dann eine Nachbarin, mit der ich auch im gleichen Kindergarten war. Und da war man halt mit ein paar Jungs und mit ein paar Mädchen befreundet. War irgendwie egal. So dieses, dass sich so Jungsgrüppchen bilden und Mädchengruppen, dass man sich irgendwie voneinander trennt, so das ist erst, weiß nicht, mit 8 oder so passiert. Vorher war das irgendwie nicht so Thema. Ne? Und jetzt, musst du irgendwie so Kindern sagen, oh, huch, die gucken gar nicht so auf Pronomen, die Dreijährigen. Ja, natürlich nicht. Nova, der einfach so angenommen wird, wie Nova eben ist. Gedanken mache ich mir aber darüber, dass Angela mir erzählt hat, dass es nicht so klar ist, welchen Einfluss das auf die Persönlichkeitsentwicklung von Nova hat, wenn ein kleines Kind so viele Entscheidungen selber treffen soll. Und genau über solche kritischen Punkte möchte ich jetzt nochmal mit Finja und Jule sprechen und dafür gehen wir spazieren. Das ist oft die Kritik irgendwie, ja. Könntest du auch nochmal mit einem Psychologen reden oder so, aber du kannst auch einfach die Leute besuchen, die das so machen. Und dann hinterher aus deiner unwissenden Meinung sagen, wirkten eigentlich ganz nett, die beiden. Das ist, der Typ ist nicht so wirklich im Thema, ne? So ein bisschen, die beiden machen das so, warum, weiß nicht. Kindergartenerzieher hat es irgendwie mitbekommen, aber bei so Zeugen Jehovas oder so gehst du ja auch nicht einfach hin und sagst, die sind ja eigentlich ganz nett zu ihrem Kind. Da sagt man dann auch, das finde ich schon kritisch, wir fragen jetzt nochmal den oder den. Fragt man irgendwie keinen, oder? Kommt da noch ein Experte zu Wort? Weil wir sind jetzt schon 9,5 Minuten drin von 15. Ich hoffe, es kommt noch irgendein Experte dazu. Und nicht nur so, diese Leute sehen das so und die beurteilen das so und so. Na, ich finde es eigentlich ganz okay. Aber an was hält sich denn Nova noch fest? Mhm. Es gibt so viele Sachen, wir betonen dann, okay, welches Hobby machst du gerne? Dann ist es das etwas, was Nova irgendwie ausmacht. Oder... genau, einfach irgendwelche Spielzeuge, Farben. Also es gibt so viele Sachen, wo Nova weiß, das ist meins, damit habe ich zu tun. Und also unabhängig davon, ob Nova jetzt cis oder trans sein wird, hilft halt auch anderen Transkindern. Mhm. Das ist ganz wichtig. Deswegen wünschen wir es auch mehr. Also Transkinder und Transkinder haben eine richtig schwere Kindheit und Jugend und erfahren sehr viel Gewalt. Mhm. Und dadurch, dass wir unsere Kinder mit 3 schon nach Pronomen fragen, hilft es denen, okay. Wenn wir alle ein bisschen offener mit dem Thema umgehen würden, würde es allen Kindern helfen.
das Geschlecht offen begleiten, nehmen wir nur, weil mehr als Mensch war. Mhm. Also wir projizieren weniger ein Bild rein, du ist mein... Ich nehme Kinder übrigens auch als Menschen wahr. Mein Sohn, meine Tochter, mein nicht-binäres Kind, sondern wir sehen viel mehr den Menschen. Mhm. Und dann haben wir viel mehr die Chance, auch den Menschen zu sehen, weil wir nicht nur so ein vorgefertigtes Bild davon sehen. Dass Eltern wie Finja und Jule so viel Kritik abbekommen für ihr Konzept, liegt ja auch daran, dass es unterschiedliche Auffassungen darüber gibt. Was es mit Kindern macht, wenn sie so... Ja, ich kritisiere aber andere Eltern auch, die ihre Kinder so sehr in solche Erwachsenen-Dinge reinziehen. Wenn die irgendwie so eine krasse Religion oder so haben, das finde ich genauso kritikwürdig. Aber ey, das ist halt fast das Gleiche, oder? Geschlechtsoffen aufwachsen wie Nova. Mich treibt die Frage eigentlich um, seitdem ich auf das Thema gestoßen bin. Und deswegen wollte ich wissen, was die Forschung in der Psychologie dazu sagt. Dafür habe ich mich vorab mit dem Sexualwissenschaftler Heinz-Jürgen Voss von der Hochschule Merseburg verabredet. Er beschäftigt sich in seiner Forschung schon seit langer Zeit mit Geschlecht und Identität. Tatsächlich wird dann doch nochmal ein Experte gefragt, ganz am Ende. Nach 11 Minuten. Was macht das eigentlich mit Kindern, wenn sie genderneutral aufwachsen? Bei der Frage würde ich auch schon ein Stück weit... Boah, Alter, geil. Und die haben wieder die Hammerqualität, ne? Die Hochschulen in Deutschland, die... Was ist das, Alter? Du kriegst für 10 Euro ein besseres Mikrofon und für 20 eine bessere Webcam. Das hört sich wieder an wie Scheiße. Weiter ausholen, weil wir auch uns genauso die Frage stellen können, was macht es eigentlich mit Kindern, wenn wir so sehr früh ihnen klare Geschlechtscharaktere immer schon aufoktroyieren, also dass sie tatsächlich sich so und so ganz klar verhalten sollen. Wenn zum Beispiel Kinder von früh an immer gesagt kriegen, du bist jetzt ein Mädchen oder du bist ein Junge, das kann problematisch sein, als auch wenn man versucht, ganz auf Zwang festzulegen, nee, das muss jetzt alles ganz neutral sein, das kann auch schwierig sein. Weil man nein, echt? Dann auch im Prinzip immer die Erwartungshaltung, die letztendlich Eltern haben, auf die Kinder überträgt. Was, Ach, das kann alles, wenn man es übertreibt, kann das für Kinder ein bisschen komisch sein. Aha. KritikerInnen dazu ja gerne sagen, ist, dass man Kinder damit verwirrt. Die Verwirrung entsteht dadurch, dass wir in einer Gesellschaft... Dass die Gesellschaft eh schon total komplex ist und man sie dann noch komplizierter macht. Und für einen Dreijährigen, der versteht die Welt doch eh kaum. So deutlich eigentlich immer sagen, es gäbe nur Mädchen und Jungen, es gäbe nur Frauen und Männer. Und da sollten wir ein Stück weit wegkommen. Und im Allgemeinen sind davon nicht die Kinder verwirrt, sondern sind die Erwachsenen verwirrt. Wie sieht es denn aus mit konkreten Vorteilen? Wenn wir eine offene Umgebung gestalten, dass tatsächlich Kinder sagen, okay, du bist genauso richtig, wie du bist, dann Da sagt doch auch keiner was gegen. Kommen wir dem näher, dass Kinder sich besser aufgehoben fühlen in einem solchen Kontext, dass sie mit ihrem Körper besser klarkommen können. Also das ist... Es gibt doch noch eine Abstufung zwischen, wenn ein Kind von sich aus sagt, ich hätte das gerne so und so, dass man dem entgegenkommt und das macht, oder im nächsten Moment zu sagen, na, Dreijähriger, welche Pronomen hast du denn heute? Was präferierst du denn? Du bist übrigens ein Rassist. Das ist eigentlich der große Gewinn daran. Mir sehr weitergeholfen. Dankeschön. Was ist denn jetzt der richtige Weg? Das kann ich eigentlich nicht beantworten, denn die Forschung zum Thema ist ziemlich dünn. Und es gibt einfach noch nicht viele Erwachsene, die hier von ihren Eltern so erzogen wurden. Nova wächst in jedem Fall anders auf als die Freundinnen in der Kita und sicher auch anders als viele spätere MitschülerInnen. Soll ich dir die trocken machen oder geht das mit deiner Regenhose? Das geht so. Na, sehr gut. Wie Nova auf die eigene Kindheit blicken wird, das kann man jetzt nicht wissen. Aber wie werden Finja und Jule dann mit... Alter, sieht übelst lustig aus, wenn man schneller gemacht hat und die Leute schauen. ...diesen Einflüssen umgehen. Was glaubt ihr eigentlich, wie Nova in Schwerkraft einfach im Arsch Zukunft mal reflektiert? Vielleicht auch gemeinsam mit euch, wie Nova auf... Ich glaube, Nova wird uns hassen, wenn Nova erwachsen ist. Aber das sehen wir ja dann. ...gewachsen ist. Ich habe auch gemerkt, dass ich super spät erst angefangen habe, Fragen zu stellen. Was sollen die denn sagen? Natürlich sagen die, ja, ich glaube, unser Kind wird uns ganz geil finden, wenn es erwachsen ist. Was erwartest du denn? Keine Eltern werden dir sagen, oh, mein Kind findet mich bestimmt scheiße später. Und jetzt auch so mit eigenen Kindern, das nochmal bei meiner Mama Sachen nachgefragt habe. Vielleicht auch super spät, aber ich denke schon, dass es schon noch jetzt in der Zeit ist, wo es sehr unterschiedlich ist zu anderen und dass Nova das auch mitbekommen wird. Ja, kann man das in zusammenfassen, etwas, wo du hoffst, vielleicht wird Nova ja auch mit, einfach, was andere Junge, Eltern was war vielleicht das? Nicht mitgeben, weil sie das nicht... Vielleicht wird Nova auch so ein Starseed oder so, weil da war ja auch so als Bogen sowas wie, du bist immer anders gewesen als die anderen. Und irgendwie passt du nicht in die Gesellschaft rein, dann bist du wahrscheinlich irgendwie so ein spirituelles Starseed-Supermenschenwesen-Alien-Teil. Vielleicht ja auch sowas. Ich glaube auf jeden Fall, Nova wird in der Schule nicht geärgert werden. Das schließe ich aus, das wird nicht passieren. Ne? Dafür wirst du bestimmt nicht verarscht. Nicht so machen wie ihr? Sich frei zu entfalten? Mhm. Auf andere Menschen frei offen zuzugehen? Ich glaube, das ist einfach ein großer Faktor, den das Kind generell offen sein lässt für viele Sachen. Mhm. Ja, vielen Dank. Ich fand es spannend, mir das mal aus der Nähe angucken zu können, wie ihr das handhabt. Tschüss. Die Mitte der Gesellschaft wird wieder beobachtet, ne? Das ist, ey,
bringt halt wieder auch Leute dazu, dass die dann bei Funk so sagen, oh, guck mal, die Linken, die beschäftigen sich nur mit so Quatschthemen, aber richtige Linke werden ja gar nicht aufgenommen bei euch. Wann gibt's denn mal bei Reporter irgendwie, wir sprechen jetzt über den Kapitalismus oder so oder über Ausbeutung oder irgendwas, das passiert ja fast nicht. Da geht's immer nur um diese Wokies, um so Grüne, die dann sagen, na, mein Kind hat übrigens keine Pronomen. Ne? Und dann könnt, das ist doch ein gefundenes Fressen wieder. Da habt ihr wieder einen richtigen Bärendienst gemacht. Toll. Nova ist ja noch so klein, dass ich total gespannt bin, wie Nova auf das eigene Aufwachsen gucken wird, wenn Nova vielleicht so alt ist wie ich. Und ob Nova das dann als Bereicherung wahrnimmt, dass Nova jegliche Freiheiten in der eigenen Kindheit hatte, der Mensch zu sein und zu werden, der Nova wirklich ist. Aber was ist mit euch? Naja, zumindest bezogen auf Geschlecht, ne? Also bei Rassist ist ja relativ klar. Nova ist auf jeden Fall Rassist, ist halt weiß, ne? Stand ja auch schon an der Wand. Das kann man leider nicht ändern. Schaut ihr auf das Konzept? Findet ihr, das ist ein Schritt in die richtige Richtung oder total falsch? Schreibt das mal unten in die Kommentare. Habt ihr Bock auf mehr Filme, die sich um das Thema Geschlechtsidentität drehen? Dann nee, ich hab Bock auf mehr Filme, die sich irgendwann mal von was anderem handeln. Abonniert jetzt unseren Kanal und verpasst nichts mehr von unserer Arbeit. Dafür ganz wichtig, Glocke aktivieren. Und ein Kind alleine großziehen, das ist eine echte Herausforderung. Lena ist deshalb jeden Tag 18 Stunden auf den Beinen. Wenn ich viel Zeit mit meinem Sohn... Ich will mal gucken, ob man das... ob man dazu was findet noch. Hier, Bundestag, hier, na, das kann man hier so ein PDF öffnen, eine kleine Anfrage. Oh, das ist aber sehr unübersichtlich. Das ist aber nur eine Anfrage, da ist keine Antwort, oder? Schade. Findet man dazu irgendwas? Ah, hier, welt.de, nee. Hier ist von T-Online was. Ich wollte mal wissen, wie viele Leute als divers gemeldet sind. Ob es da deutschlandweit was gibt. Steht hier was? Wo steht's denn jetzt mal? Achso, hier sind 160.000 Intersexuelle wohl. Aber das ist ja nicht das, was ich gesucht hatte. Ich glaube jedenfalls, also es ist jetzt wahrscheinlich nicht irgendwie 20%, oder? Ich finde das halt, ich finde die Gewichtung ein bisschen komisch. Man redet ja immer von False Balancing und sagt so, hier, man darf jetzt auch nicht, wenn irgendwie die Wissenschaft sich hier zu 97% einig ist, dann sollen wir nicht irgendwie von beidem einen einladen, weil dann kommt ja irgendwie, dann kommt den Leuten das ja so vor, als wäre das 50-50, aber ist es ja nicht. Aber bei solchen Themen, bei Funkbeiträgen, da ist ja echt jeder zweite Beitrag drüber, aber es ist nicht jeder zweite Jugendliche damit angesprochen, oder? Also, da ist ja auch ziemliches False Balancing, ne, mit Themen, die wirklich die Leute betreffen und Themen, die Funk denkt, dass sie die Leute betreffen oder sollten, weiß ich ja nicht, aber ich finde, die Balance ist so ein bisschen, könnte man ein bisschen anders gewichten vielleicht. Wenn ich verbringe, dann habe ich eben weniger Zeit, für mein Abitur zu lernen. Okay? Und du warst schwanger von deinem Ex-Freund? Genau. Ich war erstmal schockiert. Hast du denn auch darüber nachgedacht, das Kind nicht zu bekommen? Wie krass stressig ihr Alltag als junge, alleinerziehende Mutter ist, hat sich meine Kollegin Lisa in diesem Video hier angesehen. Und bei Chudoku hier seht ihr, wie es ist, in einer polyamoren Beziehung ein Kind aufzuziehen. Neues von mir kommt... Cool. Ah, Bro. Er beschäftigt sich echt nur mit den wichtigen Themen immer, ne? Dann ganz bald. Ich freue mich schon auf die nächste Doku von dir. Geil. Reporter. Es geht halt immer nur um Pimmel bei denen. Oder halt um Nicht-Pimmel. Ganz selten mal nicht hier. Guck mal, genderneutrale Erziehung, Dickpics. Lebenslang belogen, mein Vater ist nicht mein Vater, naja gut. VR-Welt, also nicht immer, ne? Hier werden zum Beispiel manchmal auch Drogen genommen. Hier geht's wieder um Dating. Hier Ukraine-Flüchtlinge, aber natürlich nur die, die queer sind, ne? Und dann, ey, hier geht's wieder um Riesenärsche. Jemand, der sich als Wolf fühlt. Es wirkt einfach so ein bisschen, als ob die da so eine Freakshow veranstalten wollen. Ohne das jetzt abwertend zu meinen, aber bei Leroy ja auch, ne? Ist immer nur so, ey, wir laden jetzt irgendwen ein, der macht irgendwie abgefahrene Sachen mit seinen Geschlechtsteilen oder sowas. Die Wolf-Doku war halt auch übelst geil. Ja, ich finde das auf jeden Fall cool,
Ich finde es schade, dass Finja nur einen Unterstrich im Namen hat und nicht irgendwie ein extravaganteres Symbol, vielleicht irgend so ein asiatisches Zeichen oder so, was man auf der Tastatur nicht findet. Das wäre eigentlich noch geiler. Ne? Hat nicht das Kind von Elon Musk irgendwie so ein AE-Buchstaben im Namen oder so? So einen, den du halt mit einer normalen Tastatur schwierig hinbekommst? Das wäre eigentlich auch ganz cool. Oder vielleicht so ein Emoji im Namen oder so. Das wäre doch auch mal was. Ne? Ja, geil. Ich bedanke mich für diesen tollen Film. Gut gemacht. Bitte mehr davon.